Spiel. Gerne wieder. Hey. Hallo, herzlich willkommen im Internet. Schön, dass Sie Zeit hatten. Herr Florian, im Sinne von Zielen. Hab ich nicht. Es geht schnell im Internet. Es geht schnell. Wir spielen Top-Spiel gerne wieder. Ich nehme euch auf eine kleine Erkundungsreise mit in die Welt der Rezension im Internet. Mhm. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich lese euch gleich eine Rezension vor. Und ihr müsst mir sagen, ob diese Rezension ein Werkzeug oder ein Sexspielzeug bewertet. Wir lesen also eine Google-Rezension und wir müssen... Schön. Okay, danke. Oder von irgendeinem Portal. Und wir müssen gucken, ist das eine Bewertung für ein Sexspielzeug? Gibt es das auch bei Amorelie? Diesen, ja. Was ist das denn? Der sieht aus wie so ein irrigierter Regenwurm. Hummer. Ein paarungsbereiter Regenwurm. Das ist ein Rabbit. Ein Rabbit wegen den beiden Ohren. Ach so, und das ist... Und das hier ist noch so für den Gehpunkt. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Ja. Für Sie. Für den, ja. Und das wird eingeführt und das ist quasi nochmal... Draußen klitoral stimuliert ist und das war genau. Alles klar. Genau, völlig richtig. Das heißt, ich lese euch gleich die Rezension vor und ihr müsst entscheiden, wie gesagt, Werkzeug oder Sexspielzeug. Habt ihr das soweit verstanden? Wir haben was, ganz kurz, was ist, wenn das für jemanden, also wenn das sowohl Werkzeug als auch, wenn man das schon mal in sein sexuelles Liebesspiel mit eingebaut hat? Ich glaube, so hat jeder angefangen. Also, man muss sich dann vorarbeiten, okay. Für Einsteiger. Gut, wir kommen zur allerersten Rezension und zwar von der Userin Nicole. Und die gibt folgend dem Produkt 5 Sterne und schreibt, super Gerät. Es passt in jede Handtasche, Smiley. Als Alleinerziehende eine unverzichtbare Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich bis jetzt ohne zurechtgekommen bin. Kaufempfehlung, Ausrufezeichen. Handelt es sich hier um ein Sextoy oder ein Werkzeug? Ich glaube, es ist irgendein kleines Schraubenzieher-Set, was man immer mit dabei hat, wenn irgendwie beim Kind irgendwas kaputt geht oder sowas. Also, oder ein Spielzeug. Das ist, es gibt so Dinge, die hat man nicht im Haus, wenn man keine Kinder hat. Und ich würde sagen, so ein kleines, mitnehmbares Schraubenzieher-Set, womit man diese kleinen Spielzeuge aufschrauben kann, diese ganz flachen Batterien rausholen kann und das passt in jede Handtasche. Das war kein, als Alleinerziehende, das ist absolut unsexy. Ich würde sagen, auf der anderen Seite, genau als Alleinerziehende, ne, könntest du ja auch genau für das Toy sprechen. Also ich... Du meinst, wenn das Kind weg ist, oder? Aber auf der anderen Seite, glaube ich, bei einem Toy müssten die Reviews so ein bisschen mehr Emotion und Leidenschaft drin sein. Das war so sehr rational, fand ich. Ich mache einfach mal aus Spaß und Freude. Also, gut, dann Werkzeug. Haben wir Werkzeug bei Sophie sagt Toy. Der Sophie Toy. Wir schauen mal rein, worum es sich gehandelt hat. Um den Bosch-Akkuschrauber iX0. Siehst du, ich wusste es. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Als Alleinerziehende. Es ist kein Mann da. Als Alleinerziehende kann ich auch selber mal irgendwie was in die Wand. Deswegen. Gut, okay. Wunderbar. Erster Punkt. Und das hast du erst, wenn du Kinder. So einen Scheiß hast du erst, wenn du Kinder hast. Weil immer diese kleinen Dinger kaputt gehen. Ehrlich. Hast du sowas auch zu Hause? Hast du eine Batterieschublade bei dir? Ja. Batterieschublade. Kleinen Werkzeugkoffer. Man braucht nur Batterien, wenn die Kinder kommen. Jede Woche 30 Stück. Ja. Gut, also ein Punkt für Jan. Herzlichen Glückwunsch. Es geht weiter mit Produkt Nummer 2. User Momo aus BB vergibt wieder 5 Sterne. Mhm. Sehr zufrieden. Gefällt mir super gut. In Klammern top. Ist angenehm und macht, was es soll. Smiley. Ich habe mir vorher eine Automatik gekauft, die beim dritten Mal aufhört zu arbeiten. Dieser ist so viel besser. Es hat gut funktioniert und war leicht zu verstehen. Einfach, aber praktisch. Leicht zu verstehen? Ich habe mir vorher eine Automatik gekauft? Vorher eine Automatik gekauft, die beim dritten Mal aufhört zu arbeiten. Vibratoren, Schaltgetriebe und Automatik. Was für eine Automatik hat er sich denn da reingebaut? Oder gekauft? Was die dann du? Aufhört zu arbeiten. Außerdem... Momo, ist das eine Frau oder ein Mann? Schwer zu sagen. Momo aus BB gefällt mir super gut, in Klammern top. Momo aus BB, so. BB wie Baden-Baden? Kann vieles sein. Baba, oder was ist denn BB für ein Autokennzeichen? Ich glaube, irgendwie ist es eher ein Mann und Automatik und so. Das würde auch eine Frau nie so nennen, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Mann, der hier so ein Werkzeug. Ich sage einfach mal, um was anderes zu haben, Sextoy. Gut, aber auch nur wegen des Smileys nach dem ersten Satz. Ja, es ist der Smiley ohne Nase. Vorher hatten wir den Smiley mit Nase. Nee, ich glaube, Smiley ohne Nase ist egal. Smiley nach dem ersten Satz. Deswegen Sextoy. Gut, Sextoy sagt Jan. Werkzeug auf der anderen Seite. Wir schauen mal nach, ob das stimmt. Es ist die Penispumpe mit langlebiger Hülse für Penis-Erektion-Vergrößerung. Somit zweiter Punkt für Jan Böhmermann. Sehr gut. Nicht schlecht. Weißt du, wofür ist Man muss halt sagen,
also wofür sind die? Ja, wofür sind Penispumpen? Naja, die vergrößern kurzfristig und sollen für zu mehr Stehvermögen führen. Aber de facto, wir verkaufen sie nicht wirklich. Also aber wie kurzfristig? Naja. Also im Sinne von... Das ist so 30 Minuten. Hält es an? Ja, also es ist nicht so kurz dann. Ja. Nee, es geht schon. Also es ist so 30 Minuten, ja. Interessant. Aber es ist jetzt nicht langfristig, es ist nicht jetzt, dass man sozusagen Wachstum dadurch... Für 30 Minuten. Das muss sich ja mal irgendeiner ausgedacht haben. Weißt du, bei solchen Dingen denke ich... Ja, und in Asien funktionieren die echt sehr, sehr gut, muss man sagen. Das ist, nee, ist wirklich ein großer Markt. Okay. Also... Ist ein großer Markt für... Aber Automatik, das stimmt natürlich. Okay. Ja, was ist Automatik? Machen Sie den Witz bitte selber und beschweren Sie sich hinterher aber dann auch bei sich selber. Gut, Jan liegt 2 Punkte vorne, nicht schlecht. Oh, ich muss aufholen. Ja. Okay. Okay, Nissa. Gut, Produkt Nummer 3 von User Ich. Diesmal, also, das heißt ich. Diesmal nur 4 von 5 Sternen. Ganz gut, schreibt diese Person. Für europäische Verhältnisse zu klein. Die Schlaufen sind nicht zu gebrauchen, weil zu klein und zu eng zusammen. Das Teil selbst rutscht ständig raus. Also nur 4 von 5. Zu kleine Schlaufen. Also es muss eigentlich... eigentlich muss es das Toy sein. Ein Sextoy mit Schlaufen? Ja. Ich würde auch sagen Sextoy. Ja. Also vor allem für europäische Verhältnisse zu klein. Rutscht ständig raus. Würde ich sagen. Seit Schlaufen, würde man das Schlaufen nennen? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich wird es das nicht. Also der Fach. Aber was gibt es denn für Werkzeuge mit Schlaufen, die ständig rausrutschen? Naja, die europäischen Verhältnisse zu klein. Gut, also. Ich würde sagen Sextoy. Jan sagt Sextoy. Beide sagen Sextoy. Wahrscheinlich ist es jetzt genau das Werkzeug. Wir schauen uns die Schlaufen mal an, bitteschön. Es ist der Prostata-Stimulator. Ach, guck mal, das ist ja super. Ja, das sind die. Und auch mit so einer. Und dann genau, kann man die Standheizung anmachen mit dem. So ein Knopf. Ihr habt aber auch echt die Schlaufen. Aber diese Fernbedienungsgeschichte, das ist mir völlig neu. Es gibt Sextoys mit App, ja, Connect und Fernbedienungen. Ja. Fernbedienungen. Ja, total. Und das Irre ist, die laufen alle auf derselben Frequenz. Das heißt, wenn du zufällig noch jemanden... Das vibriert der ganze Raum einfach. Ey, das müssen wir mal machen. Wir machen ja so Toy-Partys. Für Lass dich überwachen machen wir das mal, dass ich unter dem Knopf und am Tisch sowas habe und dann geht so eine Frequenz los und dann fangen die Buttplugs an zu vibrieren. Du bist nervös. Huch. Das ist, echt das ist ja cool. Okay, ja. Sehr schön. Das ist wie bei Kinderfunkgeräten, wo man ab und zu auf irgendwie Bauarbeiter auf dem Funkgerät drauf hat. Genau, dann hört man plötzlich den Dildo. Hallo. Ja. 3:1, somit der Vorsprung für Jan Böhmermann. Aber es ist noch alles drin. Okay, sehr gut. Mit Produkt Nummer 4 von User Christian, der auch wieder 5 Sterne vergibt. Ist das nicht der Moderator von Extra 3? Ich möchte dazu nichts sagen. Der schreibt, liebe Grüße. Perfekt. Liegt ergonomisch sehr gut in der Hand und ist dabei nicht zu schwer. Das Produkt kann ich nur wärmstens empfehlen. Besonderes Extra, auch gut geeignet zur Selbstverteidigung. Wer mehr ans Leder will, bekommt mit dem Teil ein paar in den Nischel gedroschen. Nischel? Ich würde sagen Ostdeutschland, Nischel? Oder? In den Nischel gedroschen? In den Nischel gedroschen? Ostdeutschland, oder? In den Nischel gedroschen? Ich würde sagen Ostdeutschland. Ich würde sagen auf jeden Fall Werkzeug. Also 5 Sterne perfekt, auch zur Selbstverteidigung geeignet, ja? Muss sein. Allein der Gedanke perfekt und zur Selbstverteidigung geeignet, das ist ein absolutes Männerding, ist ein Werkzeug. Ist das nicht eine Marktlücke, Selbstverteidigung, Sextoy zusammenzubringen? Die Handtasche? Da muss ich echt so Penisring und Ninja-Stern. Kreativ bin ich irgendwie. Das ist, nee. Ja, vielleicht. Also Intimität und dann als Selbstverteidigung und dann, oh, nee, no nee, da kommen ganz weirde Gedanken. Gut, ihr sagt beide Werkzeug, wir gucken, ob das stimmt. Ja, es ist der Presch-Schlosser-Hammer. 500 Gramm. Wow. Schön auf dem Nischel da. Wunderbar. Ja. Kommt jetzt noch was? Oder nicht? Oder so. Es steht 4:2. Ach. Aber natürlich einen Ehrenpunkt kannst du auf jeden Fall noch holen. Dann, ich würde sagen, Produkt Nummer 5. Letzte Frage entscheide. Ich verschenke 2 Punkte. Ja, komm, letzte das Frage entscheide. Ja, oder ist das nicht nett? Letzte Frage das entscheide. Das ist nett. Das ist ein Applaus wert. Dankeschön. Sehr schön. Fair Play. Auch bei uns Fair Play. Volle Konzentration für Produkt Nummer 5. Kritik von einem anonymisierten Bewerter. Wieder 5 Sterne, sehr zufrieden alle heute. Wer billig kauft, zahlt doppelt. Hat aber etwas Spaß mit dem Gerät.
Pluspunkt, viele Geschwindigkeitsstufen. Plus, angenehme Haptik. Plus, guter Preis im Vergleich zum Hauptwettbewerber. Minus, nicht so leicht zu säubern, wie es wirbt. Minus, das Teil ging kaputt nach ein paar Anwendungen. Die Geschwindigkeit ließ sich nicht mehr runterdrehen und wurde zurückgeschickt. Minus, starkes Geruch. In Klammern, ging aber nach einigen Tagen wieder. Worum handelt es sich hier? Ausgewogen drei Pro, drei Contra? Das letzte war starker Geruch? Starkes Geruch. Starkes Geruch. Starkes Geruch. Und wie hieß die Person? Anonymisiert. Ach, schade. Weiß man nicht. Könnte jeder sein. Was meinst du? Jeder sein. Also Geschwindigkeitsstufen, also es kann bei uns schon mal passieren, glaube ich, theoretisch. Also hast ja immer so ein paar Defekte, dass es dann, auch dass du es dann nicht mehr auskriegst und so ist es schon. Also ein, zweimal in 7 Jahren sei das vorgekommen. ich glaube, starker Geruch, das wäre echt schlimm. Also das. Aber dann bei Werkzeuge, können die irgendwie wirklich riechen? Also ich sag mal, Silikon hat schon Geruch, wenn man keine gute Qualität kauft. Geschwindigkeitsstufen passt, Haptik passt und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Toy ist. Ich sag Toy. Dann sag ich einfach mal Werkzeug, um was anderes zu sagen. Gut, die Entscheidung. Jan sagt Werkzeug oder Sextoy. Wir schauen nach, was es tatsächlich ist. Es ist ein Satisfyer Pro 2 Plus Sextoy. Satisfyer Pro 2. Somit gewinnt Lea Sophia. Hey! Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Weißt du, was das ist? Ein Satisfyer 2? Ja. Oh. Cool. Mir ist der Satisfyer Pro 1 vom Gürtel gerutscht. Ja. Lea Sophie Kramer, ich melde mich jetzt gleich im Amorelli Webshop an, aber gleichzeitig bei allen anderen Sextoy-Herstellern und Verschickern aus Schleichwerbungsgründen. Ja. Lea Sophie Kramer, meine Damen und Herren, Florentin Will! Ja, Gratulation! Top-Spiel, gerne wieder! Top-Spiel, gerne wieder!